bei dem auf der A4 im Gemeindegebiet von Barndorf aufgefundenen LKW handelt es sich um einen in Ungarn zugelassenen Kühltransporter. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Bozneusiedl haben das Fahrzeug dort vorgefunden und geöffnet. Dabei trat aus dem Laderaum Verwesungsflüssigkeit aus und es konnten keine Überlebenden wahrgenommen werden. Die Ermittlungen werden mit Unterstützung der ungarischen Polizei geführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der LKW am frühen Morgen des 26.08.2015 südlich von Budapest wahrgenommen. Bei den Toten geht man derzeit von 20 bis 50 Personen aus. Die tatsächliche Zahl wird erst festgestellt werden. Bei der Pressekonferenz zu dieser Tragödie haben wir mehr Journalisten und Kameras aus dem In- und Ausland gesehen als je zuvor im Burgenland. Es dürfte doch wahr sein, dass schlechte Nachrichten gute Nachrichten für die Presse sind. Natürlich berichten wir auch darüber, aber wir sind sonst auch meistens bei den Pressekonferenzen der Polizei. Nicht nur, wenn es um schlimme Nachrichten geht. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie zu unserer heutigen zweiten Pressekonferenz begrüßen. Der Anlass unserer Pressekonferenz ist bekannt. Es ist heute im Laufe des Tages, des späten Vormittages bei uns in Burgenland ein wirklich schreckliches Verbrechen zutage getreten. Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, die Umstände und die Sachverhalte noch kurz zu replizieren. Ja, wir waren heute im Laufe des Vormittages mit der Frau Bundesminister für Inneres im Bereich Lickelsdorf, im Bereich Neusiedl am See unterwegs, um zum einen sich einen Situationsüberblick über die Asylthematik, über unsere Asylproblematik, Aufklärungsproblematik zu machen. Und im Zuge dieses Besuches wurden wir am späten Vormittag um 11.40 Uhr verständigt seitens unserer Kollegen der Autobahninspektion aus Neusiedl, dass sie im Bereich Neusiedl am See auf der A4 Richtung Wien einen kleinen LKW wahrgenommen haben, wo bereits im Bereich der Ladefläche, im hinteren Bereich des Fahrzeuges Verwesungsflüssigkeit ausgetreten ist. Bei einer ersten Beschau des Fahrzeuges, das Fahrzeug wurde kurz geöffnet, hat sich der erste Verdacht bestätigt. Im Fahrzeuginneren, im Bereich der Ladefläche, waren zahlreiche Menschen, zahlreiche Leichen vorzufinden, bei denen bereits ein fortgeschrittenes Stadium der Verwesung oder ein beginnendes Stadium der Verwesung festzustellen war. Wir haben dann unmittelbar und unverzüglich natürlich sofort unsere Maßnahmen getroffen, die kriminalpolizeilichen Maßnahmen eingeleitet. Wir haben hier auch eine Abteilung, einen Krisenstab eingerichtet, um hier die besonderen Abläufe, die in einer solchen Situation erforderlich sind, auch zu kanalisieren, um auch entsprechend mit unseren Ermittlungsschritten Richtung Bund, Richtung Nachbarstaaten hier tätig werden zu können. Wir haben dann in der ersten Phase dieser Situation das Fahrzeug, den Tatort vor Ort untersucht. Wir haben das Fahrzeug außen untersucht. Wir haben die Fahrerkabine tatortmäßig aufgearbeitet. Wir sind dann in einem nächsten Schritt, ich glaube es war 14, 15 Uhr, sind wir dann mit dem Fahrzeug, haben wir das Fahrzeug verbracht nach Barendorf, weil wir in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in weiterer Folge das Fahrzeug auf der Autobahninspektion bzw. im Bereich Barndorf untersuchen wollten in einer Garage. Das ist uns in der Phase dann nicht gelungen, weil wir mit der Situation vor Ort nicht zurechtkamen. Wir wollten Gütertransporte anmieten und anfordern, das ist uns nicht gelungen, sodass wir dann schlussendlich unmittelbar darauf diesen Lastwagen verbracht haben nach Nickelsdorf. Der Lastwagen ist jetzt aktuell in Nickelsdorf, in der ehemaligen Veterinärdienststelle. Dort haben wir in dieser Veterinärdienststelle, in einem Teilbereich dieser Dienststelle, die bereits geschlossen ist, eine Kühlsituation, sodass wir hier auch für die Gerichtsmedizin und auch für die Kriminalpolizei, die hier in weiterer Folge natürlich sehr stark gefordert ist, ideale Voraussetzungen haben werden. Wir werden hier, und das ist jetzt die Tätigkeit unmittelbar, die jetzt stattfindet, das Fahrzeug dort dann im Bereich der Ladefläche öffnen,
Wir werden dann genau sichten, wie viele Personen sind im Fahrzeug, wie viele Leichen sind hier zu bergen. Diese Tätigkeit wird meiner Voraussicht nach und meiner Einschätzung nach bis morgen in den Vormittag hinein andauern. Wir werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und auch in Abstimmung mit dem Gerichtsmediziner hier die notwendigsten Schritte setzen, die auch, glaube ich, es auch notwendig macht, dass wir in weiterer Folge auch die Menschen identifizieren können am Ende des Tages. Und wir werden laut Plan, den wir jetzt akkordiert haben, mit der Gerichtsmedizin, wenn alles unseren Vorstellungen entspricht, verlaufen wird, werden wir dann die Leichen am morgigen Tag in die Gerichtsmedizin Wien überstellen. Das ist kurz zusammengefasst in den groben Umrissen die Situation vor Ort und die Situation dieses Verbrechens betrifft uns unmittelbar. Wir haben, es gibt ja schon die eine oder die andere Meldungen, wir haben natürlich versucht, auch sofort Handlungs- und Ermittlungsschritte einzuleiten. Ich möchte mich hier wirklich ganz besonders und ausdrücklich bedanken bei unseren ungarischen Kollegen, die uns unmittelbar für die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit zwei Kollegen geschickt haben. Die Zusammenarbeit mit diesen Kollegen und grundsätzlich in Ungarn funktioniert ausgezeichnet. Wir haben hier bereits erste Erkenntnisse, dass der Lastwagen, wobei es sich hier um einen in Ungarn zugelassenen Lastwagen handelt, der mit einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen doch ein schwereres Fahrzeug ist, ein größeres Fahrzeug ist, die Ladefläche auch entsprechend groß ist. Dieses Fahrzeug, hier gibt es erste Erkenntnisse, dass dieses Fahrzeug gestern in den frühen Morgenstunden südlich, östlich von Budapest gestartet ist, dass es am gestrigen Tag, am frühen Vormittag, unmittelbar vor der österreichischen Grenze sich aufgehalten hat. Und wir gehen davon aus, dass es natürlich im Laufe des gestrigen Tages in der Nacht nach Österreich verbracht wurde und dann dort in dieser Pannenbüch, wo es abgestellt worden ist, in dieser Situation heute vorgefunden wurde. Zur Anzahl der im Fahrzeug befindlichen Menschen kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. Wir gehen davon aus, dass die Zahl 20 bestiegen wird. Wir rechnen durchaus damit, dass hier 20 bis 50 Personen hier mit diesem kleinen Lastwagen transportiert wurden, dass diese 20 bis 50 Personen zu Tode gekommen sind und dass es mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sich um Flüchtlinge handelt, um Menschen handelt, die dieser Schlepperroute hier von Osten nach West hier transportiert worden sind. Ich darf hier zu meiner Seite auch vorstellen, links den stellvertretenden Leiter der Kriminalabteilung Burgenland, der hier natürlich auch für Detailfragen, soweit sie hier noch zu jetzigen Zeitpunkt noch beantwortet werden können, zur Verfügung stehen. Hier neben mir zur rechten Hand ist auch der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, der Ihnen auch zur Verfügung steht, wenn es darum geht, hier Antworten in englischer Sprache zu geben. Und ich darf für das erste Statement hier den leitenden Staatsanwalt Dr. Fuchs entschuldigen. Der leitende Staatsanwalt ist bei dieser Amtshandlung vor Ort. Wir werden aller Voraussicht nach morgen im Laufe des Vormittags dezidiert sagen können, wie viele Personen sich im Kleinlastwagen befunden haben. Wir werden diesbezüglich heute in der Nacht vor Ort in Nickelsdorf durcharbeiten und wir werden aller Voraussicht nach, das darf ich jetzt ankündigen, morgen um 11 Uhr hier eine Pressekonferenz machen und geben im Beisein des leitenden Staatsanwaltes, wo wir dann nähere Details bekannt geben werden. Ich hoffe, dass wir Ihnen dann auch morgen die Zahl nennen können, jener Personen, die im Kleinlastwagen hier transportiert worden sind. Sehen Sie jetzt noch Reaktionen von Landeshauptmann Hans Niesel, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz, dem Landtagsabgeordneten Manfred Kölle und dem Landespolizeiinspektor Hans-Peter Tosco-Zill. Im Burgenland herrscht große Betroffenheit, Bestürzung und Trauer über den Tod von Dutzenden Flüchtlingen auf der A4 zwischen Neusiedl und Barndorf. Es ist das ein sehr großes Verbrechen, das die Schlepperorganisation angerichtet hat. Es ist das größte Verbrechen, das es auf diesem Gebiet jemals in Österreich gegeben hat. Und ich denke, dass es notwendig ist, dass hier
entsprechend konsequent international gegen das Schlepperunwesen vorgegangen wird, dass die Schlepper ausgeschaltet werden und dass jene, die Hilfe brauchen, bei uns diese Hilfe auch bekommen können, ohne dass Schlepper zwischengeschaltet sind. Sie haben gefordert temporäre Grenzkontrolle. Glauben Sie, hätten wir schon temporäre Grenzkontrolle gehabt, dass da vielleicht so ein Unglück nicht passiert wäre? Ich unterstütze alle, die strenge Strafen für Schlepper umsetzen. Da gibt es null Toleranz. Ich unterstütze alle, die für eine Schleierfahndung im Grenzraum sind. Und ich unterstütze alle, die dafür eintreten und es auch umsetzen, dass es vermehrt Kontrollen an der Grenze gibt. Ja, es ist das schlimmste Ereignis eingetreten, das man sich nur vorstellen kann. Das heißt, dieser heutige Tag ist wirklich ein sehr trauriger Tag. Und dieser Tag hätte verhindert werden können, wenn man rechtzeitig gehandelt hätte. Und das Schlafen der Bundesregierung hat dazu beigetragen, dass weder Grenzkontrollen noch sonst irgendwelche Kontrollen an der Grenze stattfinden. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Und jetzt müssen wir uns damit abfinden, dass die schlimmste Tragödie seit dieser Flüchtlingspolitik in Burgenland aufgetaucht ist. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Und deshalb ist es wichtiger, umso mehr wichtiger, dass endlich die Grenzen kontrolliert werden und dass so ein Unheil nicht mehr passiert. Ja, ich bin tiefst betroffen, was derzeit passiert mit den Asylanten und mit den Flüchtlingen. Es gehört endlich einmal ein Zeichen gesetzt seitens der EU und des Bundes. Endlich einmal den Schlepper das Handwerk gelegt. Mindestens ein Jahr Straffälligkeit, mindestens ein Jahr Gefängnis und in weiterer Folge auch dementsprechend auch von der Politik klare Worte. Glauben Sie, durch die temporäre Grenzkontrolle, wie der Landeshauptmann und Landeshauptmannstellvertreter haben gefördert, hätten was beigebracht, hätten vielleicht nicht die Unglück passiert? Sämtliche Maßnahmen, die in die Richtung gehen, werden auch von unserer Seite, von der Liste, Bündnisliste Burgenland unterstützt. Und ich denke, es ist höchst an der Zeit, dass wir hier diese Grenzkontrollen einführen. Ja, wir haben heute im Laufe des Vormittages mit der Frau Innenminister den Bezirk Neusiedl am See besucht, im Speziellen auch Nickelsdorf, um sich eine Situation von der Flüchtlingslage zu machen. Im Zuge dessen sind wir verständigt worden, ungefähr um 11.40 Uhr, dass hier von einer Streife der Autobahnpolizeiinspektion Potz-Neusiedl dieser LKW in der Bannenbucht wahrgenommen wurde, dass aus der Ladefläche Verwesungsflüssigkeit tritt, und bei einer genaueren Kontrolle wurde festgestellt, dass sich hier im Ladebereich des Fahrzeuges bereits in einem Verwesungsstadium befindliche Leichen befinden. Wir haben dann natürlich alle Schritte und alle notwendigen Schritte eingeleitet, die für eine solche Situation erforderlich sind. Wir haben jetzt den Status, dass wir mit dem Fahrzeug im Bereich Nickelsdorf Veterinärdienststelle sind. Dort haben wir eine Kühlsituation in der Veterinärdienststelle und dort werden jetzt versucht, das Fahrzeug zu leeren, alle notwendigen kriminaltaktischen und kriminaltechnischen Maßnahmen zu setzen, um auch am Ende des Tages hier diese Menschen identifizieren zu können. Und ich gehe davon aus, dass am morgigen Tag die Menschen, die im Leichname nach Wien in die Gerichtsmedizin überstellt werden.